So, das Video heißt Lost Angeles. Ja, ich glaube, das wird uns helfen, wenn wir uns das anschauen. Ja. Los Angeles, die Stadt der Engel, der Träume und der grenzenlosen Möglichkeiten. Das Epizentrum des Erfolgs, Ich kenne das. der Prominenz und des Reichtums. Hollywood, Palmen, perfektes Wetter und Strand. Eine Stadt, wo Träume wahr werden können und alles möglich erscheint. Da war ich auch schon mal. Ich kenne das alles. Ich habe das alles schon durchlaufen in GTA 5. The most lonely place ever. Overall, violent crime is rising. Das ist Los Angeles, ein vermeintliches Paradies, aus dem derzeit immer mehr Menschen fliehen. Lass uns darüber reden, warum Los Angeles mittlerweile von der einst absoluten Traumstadt mittlerweile zu einem wahr gewordenen Albtraum mutiert ist. Naja, was gibt's da zu reden? Ist doch eindeutig Putin, oder? Also ich würde so jetzt Putin sagen. Also für mich relativ eindeutig, ne? Damit wir verstehen, warum gerade so viele Menschen aus Proliaki, danke für den Gegifteten. Dankeschön. Wer denn sonst? Ja, eh. Damit wir verstehen, warum gerade so viele Menschen aus LA flüchten, sollten wir uns vielleicht anschauen, wie es denn gerade ist, in LA zu leben. Also zunächst, LA zählt definitiv zu einer der Städte, die nur Spaß machen, wenn man reich ist, weil LA ist wirklich unfassbar teuer, Leute. Ich dachte, ganz Amerika ist so, dass wenn du kein Geld hast, bist du einfach hinüber, oder? Und zwar stand jetzt 44% teurer als der Durchschnitt in Amerika. 44% mehr. Und dazu zählt natürlich zum Beispiel die Mietkosten. Und damit ihr ein Gefühl für die Preise bekommt, vergleichen wir mal die Mietpreise in LA mit den Mietpreisen in Austin, Texas. Austin ist nämlich einer der schnellst wachsenden Metropolen der USA gerade und einer der Städte, ja, in weil die ganzen, ist es nicht so, dass die ganzen Tech-Milliardäre aus San Francisco übersiedelt sind nach Austin, Texas. Ist das nicht so eine Geschichte? Ist das nicht so etwas? Ich glaube, dass das deswegen so eine stark wachsende Stadt ist. Ich glaube nicht, dass es einen anderen Grund dafür gibt. Ja. Ganz ehrlich, diese Menschen sehen, was bei denen passiert, aber wählen weiter Menschen, die sie in diese Situation gebracht haben. Das ist die Frage. Sind wir tatsächlich in diese Situation durch Wahlen gekommen? Oder ist die Situation, in die wir hier geraten sind, so, haben wir sie wirklich gewählt? Das ist eine große Frage. Ja. Boogie Soul, danke für 6 Gegiftete. Wallahi, 6, warum unrunde Zahl? Danke. Vielen Dank, das ist sicher eine Dog Whistle oder so. Danke, Boogie Soul, vielen, vielen Dank. Und ich bitte alle, die einen geschenkt bekommen haben, sich auch bei Boogie Soul zu bedanken. Dankeschön. Vielen Dank. Leute gerade aus LA hinziehen. Also während man in Austin die meisten Apartments schon für $1000 kriegt, aber auch welche für weitaus drunter, geht es in LA gerade mal bei $2000 los. Und das dann halt oft aber in einer Area, die nicht gerade für eine hohe Lebensqualität steht. Also das sind dann oft... Ja, das ist einfach fucking Kapitalismus. Ja, das ist einfach Kapitalismus entfesselt. Je mehr freier Markt, desto mehr schaut es so aus. Man kann sich ja die ganzen Länder anschauen auf der Welt, wenn man so sagt, ja, wir brauchen weniger Staat, wir brauchen mehr Kapitalismus. Ja, geh einfach in irgendein Land, wo der Staat weniger eingreift und Kapitalismus mehr Handhabe hat. Ja, es wird immer schlimmer und schlimmer. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Es ist einfach so. Angefangen von Amerika bis afrikanische Länder, südamerikanische Länder, schau es dir einfach an. Ja. Oft Areas, die von hoher Kriminalität, Obdachlosigkeit und dominiert wird. Aber dazu kommen wir später noch. Wenn du aber zwischen 5.000 und $17.000 easy ausgeben kannst, dann kannst du da schon ganz nett leben. Kein Wunder also, dass 600.000 Mieter noch vor Covid am Existenzminimum gelebt haben und um die 90% ihres Einkommens für die Miete ausgegeben haben. Und selbst von A nach B zu kommen, das kommt auch bei uns, ist in Los Angeles nur leicht, wenn man reich ist, denn nirgends in
in den USA ist Benzin so teuer wie in Kalifornien. Gut, das ist jetzt alles im amerikanischen Vergleich natürlich, weil ein Schnäppchen ist es hier jetzt auch nicht gerade. Trotzdem ist es in L.A. Ja, aber der Unterschied ist, in Amerika kommst du ohne Auto nirgendwo. Natürlich vor allem blöd, wenn man bedenkt, wie der öffentliche Nahverkehr in diesen Städten ist. And we need to talk about public transit, because... Aber das Gleiche wird euch in Deutschland auch passieren. Da wird man auch den Public Transit vollkommen in Arsch führen, ja. Und ja, dann werdet ihr ja sehen, was bleibt. Denn so wie ich in meinem Video über den Las Vegas Loop schon erwähnt habe, sind Städte wie LA für Autos gebaut worden. Also es wurde lieber Geld in Freeways statt in U-Bahn-Netze gesteckt. Da die Amis... Ja, ja, du sagst, deshalb sprechen Soziologen auch von der Brasilianisierung der USA. Ja, weil man einfach das Wort Kapitalismus nicht... eigentlich sollte man das die Kapitalismusierung des... Abendlandes nennen, ne? Irgendwie eine Phobie gegen Züge haben, hat Elon Musk jetzt auch unterirdische Autotunnel gebaut. Ja. Hauptsache keine Züge fahren, Leute. Und die Konsequenz daraus, wenn jeder einzelne Mensch sich mit einem Auto von A nach B transportiert, sind halt dann solche Megastaus in Los Angeles. Kein Wunder also, dass Pendler in LA 119 Stunden im Jahr im Stau stecken. Aber hey, wenigstens können sie die Zeit dann sinnvoll für ihr OnlyFans benutzen. So I'm about to be stuck in traffic for a very long time, so I'm gonna start going over to my OnlyFans. Also kombiniert man diese ganzen Faktoren, kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Spaß es macht, sich in LA fortzubewegen. Nun kommen wir aber zum nächsten Punkt. Kennt ihr das, wenn Leute irgendwie auswandern wollen oder im Urlaub außerhalb von Deutschland waren und wieder zurückkommen und dann sagen, aber die Menschen dort, die Menschen sind so lieb und nett und gut drauf und nicht so wie in Deutschland. Und ja, einer der Gründe, warum Menschen oft aus Deutschland auswandern wollen, sind die Menschen. Ich weiß gar nicht, was sie... Die haben alle diese gleiche Musik von Rezo über sie, über alle anderen auch. Proliaki, danke für einen Gegifteten. Dankeschön. Und Kramplatzverdichter, vielen, vielen Dank für 5. Reingehaute, danke. Vielen Dank, dankeschön. Vielen Dank, Brudi. Bitte bedankt euch alle für die gegifteten Subs. Das ist sehr gut. Mit den gegifteten Subs könnt ihr nämlich auch, wenn ihr einen Stream verpasst habt, ihn im Nachhinein schauen. Das sollte ausreichen, sich dafür zu bedanken. Dankeschön. Ich bedanke mich. Ihr habt also direkt von einem Berliner Busfahrer angeschnauzt werden und in lauter grimmige, schlecht gelaunte Gesichter reinzugucken, während sie sich den ganzen Tag über alles beschweren. Ist doch wunderbar, Leute. Natürlich, I get it. Ich bin auch nicht gerade amused, wenn ich jedes Mal aus Bali zurückkomme und in diese Fressen reinschaue, die alle voll unhöflich sind. Aber eins schätze ich ja an den... Warum ist das eigentlich so? Woran liegt das? Woran liegt das tatsächlich? Weil mir geht es auch so, wenn ich irgendwo rausfahre aus dem Land und dann komme ich zurück und dann sehe, du kommst alleine auf den Bahnhof und dann siehst du einfach wirklich diese Fressen und du denkst ja, Scheiße, Alter, was ist los, Mann? Ja, naja, es muss ja nicht sein, es reicht schon, dass du irgendwie nach Bosnien fährst oder dass du nach Serbien fährst oder irgendwo anders hin, ja, und dann kommst du zurück. So, das reicht. Du musst ja nicht irgendwo hinfahren, wo du, keine Ahnung, vollkommen anders bist. Ja. Unhöflichen Berlinern. Und zwar ist das ihre... Naja, du sagst alles zerfressen von der täglichen Ausbeutung, aber dort werden die Menschen auch ausgebeutet. Ja. So, ist die Frage, was es ist. Blanke Ehrlichkeit. Denn wenn ihr dachtet, Social Media ist fake, dann habt ihr noch nicht LA gesehen. Das fühlt sich nämlich ein bisschen an wie Social Media in real life. Eine Welt, wo es mehr zählt, wie viel Follower man auf Social Media hat, als was für ein Mensch man ist. And so the manager of the girl who was hosting the birthday party was like, okay, have them pull up their Instagrams. What? I could not believe it. Even to come to certain showrooms, you have to show your Instagram. Especially to get into parties, you have to show your Instagram or you have to show like some type of platform where you have a huge following. Es tauchen immer wieder Videos von Leuten auf, die von ihren Erfahrungen auf den Events in LA berichten und wie jeder einfach damit beschäftigt ist, nach der berühmtesten Person im Raum zu suchen. You can literally be talking to someone. Weißt du, was ich glaube? Warum die Menschen hier bei uns so grimmiger sind und unfreundlicher sind als woanders. Ich glaube deswegen, weil der Wohlstand höher ist. Ja? Ich glaube wirklich, dass es daran liegt, nämlich wenn der Wohlstand höher ist, sprich wenn du genug Geld hast, dass du deine eigene Bohrmaschine hast, dass du dein eigenes Auto hast, dass du deine eigene Waschmaschine hast, dass du deinen eigenen Hammer
und was auch immer, Rasenmäher hast, dann so brauchst du niemanden anderen. Du hast alles, was du brauchst. Du musst mit anderen Leuten eigentlich nicht kooperieren und dich verbünden. Ja? Und ich glaube aber, bei so Ländern, wo die Leute ärmer sind, du musst einfach mit Leuten reden, du musst dich mit Leuten austauschen. Ja? Du musst irgendwie vorankommen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass zum Beispiel unten jeder die ganze Zeit lächelt, da schauen die Leute ja genauso rein die ganze Zeit, ja komm, aber es ist schon was vollkommen anderes, oder? Wenn du so in die anderen Länder fährst, einfach wie der Taxifahrer mit dir redet, einfach wie die Verkäuferinnen mit dir reden, wie die Leute auf der Straße auf dich reagieren, wie sie in Lokalen drauf sind, das merkst du schon den Unterschied, oder? Also ich meine, ich kann ja nicht der Einzige sein, der das bemerkt, oder? Face to face, and you'll see their eyes like this following someone because they're ready. So once this conversation ends, they're running to go talk to the biggest person that they see in the room. Jetzt stellt euch vor, ihr lebt da und seid umgeben von diesen Menschen, die immer nur gucken, wie weit du sie als Person bringen kannst. Sad reality of it. A lot of people are there to see what's beneficial for them. Ich will nicht sagen, dass ich das nicht auch schon bei Influencern in Deutschland erlebt habe, aber das war wirklich eher die Ausnahme als die Regel. Also es gibt eine sehr bekannte deutsche Influencerin, die wirklich einfach nach meinem Instagram gefragt hat, nachdem sie meine kleine, unwichtige Followerzahl gesehen hat, sich weggedreht hat und mich ignoriert hat. Ja, sowas gibt es auch in Deutschland auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich finde, das war eher die Ausnahme als die Regel. Ah, aber sie passt auch gut nach L.A. Ihr könnt ja... Volker Panzer, danke schön. Wann Talk mit Tobias Huch? Ja, wir schauen uns gleich meinen letzten Talk mit ihm an. Ja. Mal ein Follow auf meinem Instagram dalassen, damit ich auch irgendwann künftig von diesen Menschen ernst genommen werde. Naja, jedenfalls kann man da schon schnell vereinsamen, wenn man kein Fame oder kein Geld hat. Do you ever think about living in Los Angeles? Think again. This is the most lonely place ever. And they make you pay. Your arm. Apropos toxische Social-Media-Welt, Leute. Ich merke wirklich, wie ich gerade durch meinen übermäßigen Social-Media-TikTok-Konsum wirklich irgendwie zu verblöden scheine. Und das bringt mich zum heutigen Sponsor des Videos, nämlich Blinkist. Hey, ich verblöde wegen Social Media, kaufte dieses Produkt. Ja, es macht sehr viel Sinn. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, außer skip. Ja, super. Link auch noch. Aber ja, Leute verblöden furchtbar. 20% Rabatt. Also das, glaube ich, kann jeder von uns bestätigen. Auf Blinkist Premium. Kommen wir zurück zu den Social Interactions. Ich meine, Leute verblöden mittlerweile schon so sehr, dass sie Kanäle wie Kircho schauen. Muss man sich mal vorstellen. Denn auch das Dating Life ist nicht gerade leicht dort. Eine Freundin von mir, die jetzt auch aus L.A. weggezogen ist. Oder Barbara Tunek oder so andere, so wo man sich denkt, was ist los mit euch, Mann. Lol. Meinte zu mir, dass das Dating-Life dort eine Katastrophe ist und es schier unmöglich ist, jemanden für eine ernste Beziehung zu finden, weil gefühlt jeder in dieser Stadt Angst hat, sich zu binden, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Ich glaube, das hat auch mit unseren heutigen Dating-Apps einfach viel zu tun, aber ich dachte es... Hast du eine Studie dafür? Wäre ganz interessant für euch, auch diese Seite kennenzulernen. Aber nicht nur die Mentalität in L.A. fühlt sich etwas toxisch. Apropos diese Geschichte mit Barbara Tunek, ich habe das letztens erfahren, das hat der Dings gesagt. Gronkh hat das gesagt, weil Gronkh wurde von ihm geradet und Gronkh hat das falsch vorgelesen, ja, weil Leute wie Gronkh und Montana Black haben wir festgestellt, wenn du auf so einer hohen Ebene bist, dann kannst du irgendwelche Namen sagen, so, da kannst du alle Menschen so einfach Toni nennen oder ja, ihnen deine eigenen Namen geben, ja. So hat er irgendwie dann das falsch gelesen scheinbar und hat Barbara Tunek gesagt. Finde ich großartig. Ja. Jens, danke für den 12. Monat mit Bezos. Endlich mal rot. Naja, verdient. Dankeschön. Deklardent, genau. Dankeschön. Bowlingtopia, ja. Nein, Porletopia.
toxisch an, denn auch der Dreck in der Stadt ist literally toxisch. Denn durch die Berge von Müll in der Stadt kommen auch die Ratten und mit den Ratten auch Krankheiten, die sie übertragen können. Nein, hör auf. Anyone who's living in a rat-infested environment is at risk for things like Hepatitis A, Dysentery, E. coli. Hey, stell dir vor, erzählen Sie uns nicht die ganze Zeit diese Geschichte, erzählen Sie uns nicht die ganze Zeit, dass das Sozialismus ist? Erzählen Sie uns nicht die ganze Zeit, dass das Sozialismus ist? Ey, haben Sie uns jemals irgendwann erzählt, dass Sozialismus etwas ist, was nicht Kapitalismus war in Wirklichkeit? Aber mal abgesehen von den Leuten, die an diesem ganzen Müll vorbeigehen müssen, was ist mit den Menschen, die in diesem Müll leben müssen? Denn ein Dach über den Kopf zu haben... Hey, wird sie wohl... Sie hat noch... Was hat sie hier noch? Sie hat hier noch ein paar Minuten. Glaubt sie, sagt sie, Kapitalismus schafft sie es, einfach zu sagen, das System hat versagt? Kostet mehrere tausend Euro und daher wundert es einen nicht, dass es viele Menschen gibt, die kein Zuhause haben. Nie, oder? Wenn wir hier über die Obdachlosigkeit... Ihr wollt eine Wette dazu? Wir können gerne eine Wette dazu machen. Ja. Gerne. Ja, es gibt eh immer nur eine Wette auf diesem Kanal. So, die läuft. Ihr könnt die abgeben. Ich bedanke mich in der Zwischenzeit. Achso, ich habe mich schon bei allen bedankt. Tja. Schauen wir wohl weiter. In LA reden, möchte ich betonen, dass es nicht als ein weiterer Punkt zur Verschlechterung der Lebensqualität gelten soll. Denn vielmehr ist die Obdachlosigkeit ein Endprodukt von allem, was in LA schiefgelaufen ist. Ich habe Instagram, TikTok, Twitter und so weiter gelöscht. Ich verschwende meine Zeit doch nicht auf deren Plattformen, wenn ich hier @proletopia zuschauen kann. Based. Danke, Proliaki. Absolut. Du, ich denke mir auch die ganze Zeit, man verbraucht viel zu viel Zeit und Energie und es bringt einfach gar nichts. So, wenn man sich auf Twitter, TikTok oder sonst wo aufhält, es bringt wirklich gar nichts. So, vor allem, weil du lernst nichts dabei. So, für mich ist etwas anderes, wenn du so YouTube schaust, wenn man Streams schaut, das ist was anderes. Da kannst du wirklich Informationen bekommen. Aber diese kurzen Clip-Videos, die sind vollkommen inhaltsbefreit. Wie kannst du Menschen irgendwelche Erkenntnisse mitgeben oder irgendwas Positives mitgeben in einer halben Minute, Minute. Es ist ja einfach nicht möglich. Ja. Das geht ja einfach nicht. Twitter, genauso. Twitter besteht ja nur, damit irgendwelche Idioten, anderen Idioten sagen, was für Idioten sie sind. Ja. Instagram sind ja auch nur irgendwelche Leute, die sich die ganze Zeit da fotografieren, wie sie halb nackt sind. Wozu? Das ist sinnlos einfach. Ja, fucking Zeitverschwendung. Aber es hat so ein Süchtigkeitsding, dass wenn du anfängst, das zu schauen, du nicht mehr aussteigen kannst. Ja. Und da vergehen einfach ja, sehr viel Zeit. Denn ausgerechnet die, die eh schon unter den schwersten Bedingungen leben, werden weiter ausgegrenzt und diskriminiert. Unter schwersten Bedingungen leben, Kapitalismus einfach. Natur im Kapitalismus. Denn wenn ihr denkt, dass das alles Menschen ohne Jobs seien, die drogensüchtig sind, die traurige Wahrheit ist, dass es in L.A. nicht ungewöhnlich ist, dass die Menschen tagsüber arbeiten gehen und abends in ihren Autos übernachten. Oh je, was? Working poor? Echt? Im Kapitalismus lohnt sich Leistung nicht? Menschen, die viele Selfies machen, das nur um sich selbst zu beweisen, dass sie noch existieren. Die haben Existenzängste. Absolut. Existenzängste, Minderwertigkeitskomplex und da Selbstdarstellungstrieb. Absolut. Ja. Danke, Broliake. Mit Kindern auch. Ja, ja, ja. Das sind ja ganze Familien, die einfach obdachlos sind. Alle gehen arbeiten und trotzdem sind sie obdachlos. Ja. So einfach ist das. Und das wird bei uns auch kommen. Und das ist einfach etwas, was man den Leuten erzählt, dass der Kapitalismus das beste System ist. Der Kapitalismus hat die meisten Menschen aus der Armut geholt und hin und her. Hey, komm, was? Wann hat die USA jemals so ausgeschaut wie das hier? So, wenn der Kapitalismus alle aus der Armut holt, wieso schaut es jetzt beschissener aus als in den 70ern und 80ern? So, was ist der Punkt? And even like normal people that I know that I've worked with live in their cars. At a certain point, most of the employees at my business were living out of their cars. So it's like the working poor, and then they go home to their vehicles or RVs or. Aber auch das Auto ist ein Luxus, und so gibt es viele Menschen, die tagsüber arbeiten und abends in ihrem Zelt übernachten. I work 5 days a week, 40 hours a week. I get just barely above minimum. Menschen mit 40 Stunden Woche. Im Zelt leben, Alter.
Wahnsinn. Unfassbar einfach. Ja. Aber das ist, wohin wir uns entwickeln. Das ist der echte Kapitalismus. Ja? Weil man sagt ja immer so, der Kapitalismus hat dir Wohlstand gebracht. Schau, wie gut es uns allen geht. Ja, nein, weil die Leute hier actually erkämpft haben, einen Schutz vor dem Kapitalismus erkämpft haben. Das heißt, hier hast du irgendwie so deinen Mindestlohn, hier hast du einen Konsumentenschutz, hier hast du ein Anrecht auf Urlaub, auf Krankengeld, auf Rente, auf was weiß ich was, ja, Arbeitszeitbegrenzung, bla bla bla, ja. Und nimm uns das alles weg und lass uns in den echten, unregulierten, weil das ist der regulierte Kapitalismus. Ja, wenn man sagt, du musst einen Mindestlohn zahlen, aber lass uns in den unregulierten Kapitalismus raus, das schaut dann so aus. Ja, das schaut dann so aus. Und noch viel schlimmer. Kinderarbeit, die haben jetzt auch Kinderarbeit in den USA eingeführt. Ja, und solche Sachen. Also, das ist der echte Kapitalismus, muss man verstehen. Bruder Based, danke vielmals für 10 Gegifte. Dankeschön. Herzlich an dich. Danke vielmals. Vielen, vielen Dank für den Support. Danke dir, Brudi. Und bitte bedankt euch alle bei Bruder Based. Das ist sehr wichtig. Ja. Gibt es eigentlich gewisse Themen, die man haben muss, wenn man einen Talk mit dir machen will? Ja, irgendwas Interessantes, irgendwas, was, damit sich die Leute nicht langweilen. Ansonsten kannst du vorbeikommen auf den Discord und wenn ich mal da bin und dann quatschen wir einfach so. Ja, aber um live zu reden, sollte es schon ein gutes Thema geben, ja. Der Regenbogenkapitalismus wird uns vor diesem schlimmen Übel bewahren. Ey, du, definitiv, natürlich, selbstverständlich, ja. Träumen, aber ein Traum, der immer weiter abhanden kommt. Was meine ich mit Kinderarbeit in den USA? Was habe ich verpasst? Ich habe ein Video letztens davon veröffentlicht, nämlich da dürfen jetzt Kinder ab 14 arbeiten in den USA. Die haben das durchgewunken, dass Kinderarbeit wieder geht ab 14 Jahren und du kannst so in der Fleischverarbeitung arbeiten, eine Baustelle, glaube ich, noch irgendwo, ich habe es vergessen, aber an mehreren Stellen. Und das Coolste an der ganzen Geschichte ist, wenn das Kind, das dort arbeitet, sich verletzt und stirbt, dann haftet der Mensch, der sie angestellt hat, nicht. Der Arbeitgeber haftet nicht, ja? Wenn die einfach draufgehen oder verletzt werden oder ähnliches. Gibt es nachzulesen, habe ich irgendwann auf Twitter gepostet, gibt auch ein Video dazu auf YouTube von mir. Ja. To be somebody. I'm living a dying dream. I have a dream just to be a house, an apartment. You can rent me a room, shove all four of us in there, I don't care. But it's not gonna happen. It's a dying dream and that's what I'm living. Die teils aussichtslose Lage lässt die Menschen weiter verwahrlosen und dann sind das Einzige, womit sie aus ihrer Sicht ihrer harten Realität entfliehen können. I think it's really important to realize that homelessness is a traumatic event. That even if you weren't a addict before, becoming homeless can change you. Und es gibt keinen Ort in LA, an dem sich dieser Zustand der Verwahrlosung so sehr manifestiert hat wie hier. Wahnsinn. Skid Row. Das hat auch schon in England angefangen, weil es passiert in Amerika, dann passiert es in England, dann passiert es in Frankreich, dann passiert es in Deutschland und dann passiert es in Österreich. Das ist so quasi die Staffelroute, bisher zumindest. Vielleicht geht es jetzt auch anders. Und ja, das wird bei uns auch kommen. Keine Sorge. Es gibt ja jetzt schon Leute, die arbeiten und obdachlos sind in Deutschland. Könnt ihr googeln. Wurde schon darüber berichtet. Ja. Das ist ein Viertel in Downtown LA, also im Herzen der Stadt und nur 12 Kilometer von Hollywood entfernt. Das Epizentrum der Verwahrlosung von LA. Man sagt, wenn man als Obdachloser nach 3 Tagen Skid Row nicht verlässt, dann wird man es niemals. I've heard you have 3 days. If you go into Skid Row, you have to get out within 3 days or else you're not getting out. Denn dieses Viertel wird beherrscht von und ihrer Sucht danach. Es ist wirklich kaum zu glauben, dass hier in unmittelbarer Nähe der Glanz und Glamour von Hollywood stattfindet. Und statt den Menschen auf der Straße effektiv zu helfen, überlässt man sie zum Großteil für sich selbst. Und dadurch, dass die Menschen versuchen, mit Hilfe von Alkohol... Ja, jeder hilft sich selbst. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist, was Kapitalismus ist. Ja? So...
mach was oder geh drauf. Das Problem ist, du kannst halt nicht was machen, wenn du keine Möglichkeiten hast. Und du hast halt keine Möglichkeiten, wenn du kein Geld hast. Cool. So ist das. Um ihrer schrecklichen Realität zu entfliehen, kommt es dadurch halt verstärkt zu Kriminalität und Gewalt. Denn verzweifelte Menschen handeln nun mal verzweifelt. Du sagst, das ist halt, was in Anarcho-Kapitalismus auch passieren wird. Man blendet einfach das Elend aus und konzentriert sich auf die Party. Nein, nein, nein. Ich glaube, im Anarcho-Kapitalismus würde man einfach vorbeikommen, diese ganzen Leute einsammeln, ihnen die Organe rausschneiden oder irgendwie sie kapitalistisch verwerten. Und sie einfach, oder sie irgendwo einsperren, dass sie für dich arbeiten. So einfach so eine Zwangsregel, wer keine Arbeit hat und sich auf der Straße aufhält, kann festgenommen werden. Oder sowas würden sie machen. Ja. Oder so zu Soylent Green verarbeiten. Ich würde ihnen das komplett zutrauen. Ja. Boardwalk with people walking by. Kriminalität, Kriminalität. Volker Panzer, danke vielmals für den gegifteten Sub. Dankeschön, vielen Dank. Die Kriminalitätsrate ist in Los Angeles letztes Jahr um 11% gestiegen. Dazu gehören unter anderem Sachbeschädigung und Diebstahl. Zum Beispiel Autoteile oder auch unbewachte Amazon-Pakete liegen da hoch im Trend. Aber dazu gehören auch schlimmere Verbrechen wie Vergewaltigung und Mord. Der Cousin von einem Freund von mir wurde zum Beispiel letztes Jahr auf offener Straße in Kalifornien abgeschossen. Dementsprechend ist es nicht sehr verwunderlich, dass es dafür extra eine App gibt. Yep, und zwar ist das eine App, die zeigt, welche Verbrechen gerade live in deiner Umgebung stattfinden. Ganz kurz, das sind jetzt gerade die Crimes, die jetzt gerade in diesem Moment, während ich schneide, passieren. Also, was einen eigentlich vor Gefahrenzonen warnen soll, damit man sich da nicht gerade aufhält, kann halt auch super schnell sehr belastend werden. Denn wenn man sich erstmal den ganzen Verbrechen bewusst wird, die um einen herum passieren... Alles GTA-Missionen in Wirklichkeit, Bruder. Alles GTA-Missionen. Na, aber das ist einfach so... Spätestens wenn das alles hier auch ankommt, werden die Leute hier ein bisschen besser begreifen, um was es hier geht. Ja. Kann man sich sehr schwer sicher fühlen. There were at least 5 to 7 crimes happening every single day. And these crimes weren't like 5 miles away, 10 miles away. They were all within a mile of where we were living. I remember waking up at 2 a.m. one day with a notification that said, Person held at gunpoint 200 feet away. Ich meine, stellt euch jetzt mal vor, ihr würdet die ganze Zeit Verbrechen in eurer Nähe sehen. Natürlich fühlt man sich da nicht sicher. I wasn't able to sleep. I wasn't able to eat. Siehst du, und das sind Leute, die Geld haben. Und das ist der Punkt, wo ich einfach jedes Mal gesagt habe, es bringt ja nichts, wenn du Kohle hast und dann wählst du einfach solche Parteien wie... ja, irgendeine Partei, die pro-Kapitalismus ist, ist ja wurscht, welche Partei. Ich wollte FDP sagen, aber im Endeffekt ist jede kapitalistische Partei. Wenn du sie wählst, bringt es ja nicht so viel. Dir würde es mehr bringen, eine antikapitalistische Partei zu wählen, weil wenn du eine kapitalistische Partei wählst, so viel Geld kannst du gar nicht verdienen, dass du einfach dem entkommen kannst. Ja? Das kannst du vergessen, ja. Properly, I was extremely paranoid. I would lock myself in this corner, literally in the corner. I didn't even want to like go downstairs. Und diese Kriminalität, von der die YouTuberin spricht, passiert nicht mehr nur in der Skid Row Downtown Area, sondern hat mittlerweile auch die wohlhabenden Gegenden in LA erreicht. Ja, sie und auch die Freundin von mir, die da jetzt weggezogen ist, berichten vermehrt, wie Leute nun sogar am helligsten Tag ausgeraubt werden. About a month ago, there was this mom that was just taking a walk with her baby. And two guys came and robbed her. Egal wie schön das Wetter ist oder wie toll die Palmen. Ein Ort kann noch so schön sein, aber wenn man sich nicht sicher fühlt, dann hat der ganze Glanz und Glamour um einen herum meiner Meinung nach einfach keinen Wert mehr. Eine dystopische Kulisse, wo die Kriminalitätsrate steigt, soziale Ungerechtigkeit zunimmt und gleichzeitig die Kosten fürs Leben explodieren. Los Angeles ist zu einem dystopischen Albtraum geworden, der uns daran erinnert, dass der Preis für den amerikanischen Traum oft zu hoch ist. Ich behaupte, dass Serien wie El Bundy und Co. den Grundstein gelegt haben dafür, dass das heute so ist. Ja? Nicht alleine, aber kulturell. So dieses ganze so, Atomisierung des Menschen vorantreiben und den ganzen Humor darauf auslegen, dass der eine den anderen auslacht.
den ganzen Fokus darauf legen, dass man sich immer über andere stellt, andere herunterputzt, dass man sozusagen selber seine Familie nur noch auslacht und verachtet und nicht zusammenhält, sondern sich gegenseitig nur hasst und zerstreitet. Das als etwas Cooles zu verkaufen, hat dazu geführt, dass man lockerer damit umgeht, wenn so etwas in der Familie nicht stimmt. Dass man einfach sagt, ja, es ist irgendwann normal geworden, so seine Eltern nicht zu mögen. Ja? Du meinst eine schrecklich nette Familie? Ja, genau, richtig. Ja. So, diesen komischen Humor haben schon meine Eltern, also das muss früher angefangen haben. Kann sein, dass es auch früher angefangen hat. Das ist irgendwie das, was mich dorthin sozialisiert hat, asozial zu sein. Ja, und das kann ich ganz klar festlegen, dass diese Serie mich sehr asozial gemacht hat. Ja, gegenüber so meinen Eltern, gegenüber Freunden, gegenüber Schulkollegen, gegenüber sich selbst, allem eigentlich insgesamt. Ja. Weil es ist ja nicht, dass dir in diesen Serien irgendwas verkauft wird, wo man dann einfach sagt, hey, yo, das ist jetzt die Wahrheit oder so, hasse deine Familie. Ja? Das ist ja nicht, wie dir das sozusagen rübergebracht wird, indem man sagt, hey, hasse deine Familie. Sondern, wir sind soziale Menschen und wir wollen gemocht werden von das Gemeinschaft. Das heißt, was machen wir? Wir hören darauf, was ist akzeptiert. Und was akzeptiert ist, zeigt dir die Lachschleife. Das heißt, die Lachschleife sagt dir, wann du von der Gruppe akzeptiert wirst. Ja? Wenn die Gruppe über dich lacht und dich damit sozusagen feiert, dann hast du gewonnen und dann sozusagen ja, bist du angesehen in deiner Gemeinschaft. Das heißt, wo und wann kommen Lacher in solchen Sitcoms und wirklich jedes Sitcom ever, unabhängig davon, ob du El Bundy hast aus den 90ern oder ob du How I Met Your Mother hast oder ob du The Big Bang Theory hast oder dieses Charlie Sheen-Dings, Two and a Half Men oder vollkommen egal, welche Serie du hast. Es ist jedes Mal, achtet mal darauf, das Lachen kommt immer dann, wenn ihr andere erniedrigt. Ja, andere erniedrigen, dann kommt die Lachschleife. Und sehr viele Leute haben das einfach übernommen. Ja. Und achtet nochmal auf eine Sache, der Vater ist immer der Dumme. Ja. Der Vater ist immer der Dumme. Das ist ein Klassiker. Ja. Und das hat meiner Meinung nach sehr hart dazu beigetragen, dass unsere Gesellschaft atomisiert wurde. Ja. Weißt du? Das hat sehr weit dazu beigetragen, dass, wie wir miteinander umgehen, was wir als cool und uncool empfinden, wie wir so, was wir unter Respekt verstehen und was wir unter Community verstehen. Ja? Und diese ganze Vereinzelung ist eigentlich komplett asozial, eigentlich, wenn du dir das anschaust. Aber ja. Ah. Das Video ist schon aus, ja gut, kann ich nachvollziehen. Und kein einziges Mal Kapitalismus gesagt. Ja. Jetzt hast du ein ganzes Video gemacht und kein einziges Mal Kapitalismus gesagt. Scheiße, Digga. So, choose outcome. Outcome ist nein. Outcome ist nein.